Okay, das ist mit das Wichtigste im ganzen Paket. Klar, man kann Anleitungen lesen, man kann es aber auch kaputt machen. Sound. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem Opening des Raspberry Pi 3. Ja? Mein Kuchen ist hier drin. Ich habe mir nämlich da so im Laufe meines Studiums gedacht, ich muss, das müsst ihr nicht sehen. Ich muss mir da doch mal ein bisschen, ich muss mich weiterentwickeln, wisst ihr? Nicht immer nur mit diesen großen Computern arbeiten. Okay, das ist mit das Wichtigste im ganzen Paket. Und hier ist schon das ganze Paket, das ist ein ziemlicher Klumpen. Wir haben hier den Raspberry Pi 3 Modell B, ja. Dann haben wir das Netzkabel und das Gehäuse noch dazu. Und noch irgendwo eine Karte, da hinten fliegt sie rum. Da ist Noobs schon mit drauf, ihr wisst schon. Das kleine anfängliche System. Schauen wir einfach mal rein, ob er zerschrotet ist vielleicht. Sieht gut aus, es sieht gut aus. Diverse Anleitungen sind hier vorzufinden. Der Guide und so weiter. Und ja, hier ist der Raspberry Pi. Schaut ihn euch an. Da ist er. Ist das nicht ein schniekes Teil? Hier sind die ganzen Anschlüsse. 4 USB und einmal die Netzwerkgeschichte. Und dann gibt es hier noch Sound. HDMI. Hier ist die Karte mit der Micro-SD-Karte, die hier drin steckt höchstwahrscheinlich. Ja, da ist er. Also hier ist die kleine Micro-SD-Karte, 8 GB, die ist hier in diesem Adapter drin. Diese Micro-SD-Karte kommt hier unten rein, seht ihr es? Hier. Und von da wird dann eben die ganze Schose geladen. Nun kommen wir zum Netzteil, das ist sicherlich das unspektakulärste an der ganzen Geschichte, denn es ist eben, hoppala, einfach ein Netzteil. Alter, es ist spektakulär, da ist noch viel mehr Zeug drin, noch Adapter, Kinder. Warte, ich hol's mal raus. Dieser Anschluss geht natürlich in Deutschland nicht, beziehungsweise nur mit Adaptern. Aber wir haben hier direkt einen Adapter für unsere Steckdose am Start. Also von daher, gar kein Problem. Da sind auch noch zwei andere dabei, die ich auch nicht brauche. Das Ganze habe ich übrigens bei Heise bestellt, beziehungsweise über die Zeitschrift CT. Ich weiß nicht, ob die direkt Partner von Heise sind, aber das habe ich bei Heise eben, ja. Kann hier einfach drücken und das rausschieben und dann kann man direkt die nächste Geschichte einstöpseln. Und schon ist es fertig. Und sobald man das Teil anschließt, läuft es auch. Ich habe Bildschirm und sowas alles schon parat, das habe ich jetzt aber nicht hier in der Aufbaute dabei. Jetzt ist nur das Unboxing. Und gegebenenfalls werde ich euch da, je nachdem wie ich vorankomme, auch diverse Projekte zeigen, die ich damit plane und vorhab und durchziehe. Und dann haben wir hier noch das wunderschöne Case hier an der Seite mit den jeweiligen Anschlüssen. Das ist direkt speziell für dieses Gerät eben, also für diese Version. Wie geht das jetzt auf? Ist halt jetzt die Frage, ne? Klar, man kann Anleitungen lesen, man kann es aber auch kaputt machen. Da hängt irgendwas drin, warte mal. Komm raus. Hier sind kleine Nippel. Penüpel, die man hier an die Füßchen machen kann, nehme ich einfach mal an. Also das steht alles auch in den Anleitungen sicherlich, aber ihr wisst ja, wie das ist, gerade als Gamer, beziehungsweise und Schrägstrich noch gleichzeitig Informatiker, da probiert man eher. Da ist man eher so, ne, so der Tester, der vielleicht auch was kaputt macht und danach bestellen muss. Ich denke mal, das erschließt sich mir noch irgendwie. Ah, guck mal, man muss tatsächlich nur ziehen. Ich dachte, ich reiße jetzt alles kaputt. Hier kann man das Teil dann einführen, beziehungsweise es müsste eigentlich noch weiter aufgehen. Das ist alles nur geklickt, man kann es einfach rein, rausklicken und so. Extrem nice, richtig nice, Leute. Achtung, hier ist sogar so ein... Ah, hier sind zwei kleine Pfeilchen, die man zusammendrücken kann. Okay, so, ich habe es jetzt reingesetzt. Hier sind noch kleine Schräubchen, um die ganze Sache zu festigen. Ich sehe jetzt hier keine direkt, ist aber auch kein Problem. Ich habe tausende solcher Schräubchen. So, wir gucken mal, ob alles passt. Also Kinder, das hat sich schon mal gut angehört. Das hat schön geklackt. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich spreche so schräg nach oben zur Kamera. Manchmal auch nur nach vorne. Und ja, no. So ist es halt, wenn man berühmt ist. Da muss man auch manchmal gegen die Kamera sprechen. Und jetzt setzen wir dem Ganzen den Deckel auf. So, es hat geklackt. Also wenn das nicht schick aussieht, dann weiß ich auch nicht. Hier vorne sind, wie gesagt, direkt alle Anschlüsse. 4 USB, ein Stecker für das Netzwerk. Man kann aber auch direkt mit diesem neuen Modell ins WLAN sich einwählen. Beziehungsweise es kann es. Und hier für Musik und Video, sehe ich es richtig? HDMI. Und Strom. Sobald man das Teil mit Strom versorgt, geht es auch sofort an. Also man muss davor alles schon anschließen. Also ein Bildschirm, Maus, Tastatur und so weiter. Und hier unten steckt man einfach die Karte rein. Über die wird dann das Betriebssystem geladen. Ja, ich bin gespannt. Ich werde das jetzt alles mal machen, aber ohne die Kamera. Falls euch das zusagt, gebt einfach mal einen Daumen nach oben. Ich kann euch wirklich nicht versprechen, dass ich da jetzt fette Projekte mache. Ich mache damit auf jeden Fall was. Ich weiß nur nicht, ob es was für YouTube ist. Das werde ich auch so ein bisschen gucken, wie das Video hier ankommt. Ich nehme an, dass das natürlich im Vergleich zu Counter-Strike und zu den Gaming-Videos oder auch zu meiner Comedy und zu den Musikvideos, dass das wahrscheinlich am ehesten abstinkt, hier dieses gesamte Video. Aber trotzdem wollte ich es euch zeigen und ja, Raspberry out! Pfft.